Wenn Schauspieler privat eine Beziehung haben, kann das vor der Kamera unangenehm werden. Das wissen die Stars eines bestimmten Low-Budget-Films aus den 90ern besser als jeder andere. Und das ist nicht das einzige Mal, dass Liebesszenen im Kino sehr unangenehm wurden. Liebesszenen sind nicht nur etwas für romantische Komödien. Sie können in allen Arten von Filmen vorkommen, sogar in den ernstesten Dramen. Um ehrlich zu sein, kann das Publikum oft in der Stimmung für eine Art romantisches Zwischenspiel sein, um die Spannung zu brechen. Aber nur weil ein Film eine Liebesszene haben kann, heißt das noch lange nicht, dass er es auch sollte. Ein Beispiel dafür ist das historische Drama München von 2005. Wenn es einen Film gibt, der keine dampfende Begegnung braucht, dann ist es mit Sicherheit einer über israelische Attentäter, die den Tod von Sportlern rächen sollen, die bei den Olympischen Sommerspielen 1972 von Terroristen getötet wurden. Nachdem er eine lange Zeit mit der Jagd auf Terroristen verbracht hat, hat Efner, gespielt von Eric Bana, Sex mit seiner Frau. Die Handlung wechselt zwischen ihrer wilden Ekstase und gewalttätigen Bildern von Menschen, die auf einem Flughafen niedergeschossen werden. Fairerweise muss man sagen, dass Regisseur Steven Spielberg mit dieser Szene wahrscheinlich einfach nur kunstvoll und kathartisch sein wollte. Und es ist ja nicht so, dass Sex und Gewalt nicht schon einmal ineinander geschoben worden wären. Aber das macht es in diesem Fall nicht weniger unangenehm. Nach 3 Filmen über eine böse Puppe, die von der Seele eines Serienmörders besessen ist, musste das Team hinter der Chucky-Reihe sein Universum erweitern. Und so beschlossen sie, dass Chucky sich eine Geliebte nehmen sollte. In Bride of Chucky von 1998 trifft die Killerpuppe wieder auf Tiffany, seine Freundin aus seiner Zeit als Mensch. Nachdem er sie getötet hat, überträgt er ihre Seele in den Körper einer Brautpuppe, die wie eine blonde, weibliche Version von ihm selbst aussieht. Die beiden Psychopathen legen eine blutige Verbrechensserie hin, und das ist nicht gerade ein gutes Umfeld für eine Liebesszene. Aber dieser Moment war schon immer seltsam und unangenehm, da es sich um die intimsten Handlungen handelt, die mit der besten Technik und Puppenspiel umgesetzt wurden, die ein Mid-Budget-Film der 90er Jahre zu bieten hatte. Nachdem Chucky einen Heiratsantrag gemacht hat, kommen schnell amoröse Gefühle auf. Es gibt eine Menge lauter Zungenküsse von 2 Figuren, deren Münder sich nicht wirklich bewegen, sowie Striptease vor einem lodernden Feuer und die beiden Puppen, die es in einer Silhouette treiben, die wenig Fantasie überlässt. Was die Sache noch unerträglicher macht, sind die vielen kitschigen Witzeleien. I am anatomically correct, you know. Nur wenige Filme wurden von den Kritikern so verhöhnt und gleichzeitig von den Fans so gelobt wie 50 Shades of Grey. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Leute, die den Film mögen, auch Fans der Romane sind, in denen so abgedroschene Sätze stehen wie »Meine innere Göttin tanzt den Merengue mit ein paar Salzerschritten«. Es ist also keine Überraschung, dass die Verfilmung die gleiche plumpe, unglaubwürdige Romanze präsentiert, in der die mausgraue Jungfrau Anastasia Steele von Christian Grey in eine perverse, unterwürfige verwandelt wird. Jede Liebesszene steigert sich immer weiter ins Lächerliche, bis der Höhepunkt des Films erreicht ist, als Anastasia ausflippt, nachdem Christian sie zu hart versohlt hat. Dies geschieht in einem sogenannten Spielzimmer, das mit Haken, Peitschen, Ketten und allen möglichen mittelalterlichen anmutenden Foltergeräten ausgestattet ist, mit denen Anastasia scheinbar nichts anfangen kann. Stop. No. Der Sci-Fi-Horrorfilm Splice aus dem Jahr 2009 wirft viele Fragen zu den moralischen Implikationen und persönlichen Auswirkungen der Wissenschaft auf, insbesondere der sich rasch entwickelten Disziplin der Gentechnik. Während ihrer Arbeit in einer wissenschaftlichen Einrichtung namens Nucleic Exchange Research and Development entwickeln die Gentechniker Clive und Elsa, gespielt von Adrian Brody und Sarah Polley, eine lebensfähige Kreatur, indem sie menschliche DNA mit genetischem Material von Tieren mischen. Elsa nennt diese Kreatur Dren, was rückwärts gelesen Nerd bedeutet, und sie wächst sehr schnell von einem Kind zu einer jungen Frau heran. Clive findet Dren eindeutig sehr schön, obwohl sie mit ihren riesigen Augen, ihrem langen Schwanz und ihren Füßen, die wie Hände aussehen, eher tierisch als menschlich wirkt. Es ist offensichtlich, dass wir uns auf eine Art Intimakt zwischen Clive und Dren vorbereiten, aber das macht es nicht weniger seltsam, wenn es passiert. Und es passiert tatsächlich, und zwar in einer Scheune, in der Dren eingesperrt war. Im Grunde ist es so, als würde Clive sich gleichzeitig mit seinem Kollegen und seinem Haustier beschäftigen. MacGruber begann als wiederkehrendes Stück in Saturday Night Live, das die Action-Abenteuer-Fernsehserie MacGyver parodierte, in der Richard Dean Anderson in der Hauptrolle ein Genie spielte, das den Tag retten konnte, indem es lebensrettende Erfindungen aus Haushaltsmaterialien machte. In der SNL-Version spielt Will Forte den MacGruber als vermeintliches Genie, das dasselbe versucht, aber zwangsläufig immer explosionsartig scheitert. Als MacGruber 2010 verfilmt wurde, musste die Geschichte für eine abendfüllende Spielfilmlänge erheblich ausgeprägt
ausgeweitet werden, sodass sie als Parodie auf die übertriebenen Actionfilme der 80er Jahre endete. Inmitten all der Explosion und Einzelkämpfer-Theatralik enthalten diese Filme in der Regel auch eine dampfende Liebesszene, so auch MacGruber. Während Mr. Misters Powerballade Broken Wings erklingt, beginnt MacGruber mit seiner Frau Casey in ihrem Hochzeitskleid zu schlafen. Doch dann wird es unheimlich komisch und düster, die Musik verstummt und die Zuschauer sehen einen MacGruber mit nacktem Hintern auf einem Friedhof grunzen, während ein Friedhofswärter zusieht. Casey ist tatsächlich früher im Film gestorben, was durch einen Schnitt zurück zu MacGruber wiederhergestellt wird, der nun nackt auf einem nächtlichen Friedhof steht, stöhnt und schmutzige Worte an einen Geist richtet, den sonst niemand sehen kann. Just tell me what you want me to... Der verworrene koreanische Thriller Oldboy von Regisseur Park Chan-woo aus dem Jahr 2003 wurde auf zahlreichen Filmfestivals ausgezeichnet und entwickelte sich zu einem internationalen Kultfilm. Es ist nicht nur einer der meistgelobten südkoreanischen Filme aller Zeiten, sondern hat auch dazu beigetragen, das koreanische Kino auf die Landkarte zu setzen. Ohne Oldboy wäre Parasite vielleicht nie zu einem Oscar-prämierten Phänomen geworden. Inmitten der verworrenen und unvorhersehbaren Handlung gibt es eine Liebesszene, die im Nachhinein verstörend wird, nachdem sich alle Geheimnisse vollständig entschlüsselt haben. In der Eröffnungsszene wird der Protagonist, Odaisu, eines Nachts wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet, weshalb er die Geburtstagsparty seiner kleinen Tochter verpasst. Nachdem ein Freund ihn von der Polizeiwache abgeholt hat, wird er entführt und 15 Jahre lang in einem Hotelzimmer isoliert. Als er endlich freigelassen wird, verirrt er sich in ein Sushi-Restaurant und beginnt eine Beziehung mit der jungen Köchin Mido. Er versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, gibt es aber auf, seine Tochter zu finden, als er erfährt, dass sie von einem schwedischen Paar adoptiert wurde. Dann kontaktiert sein Entführer Lee Woo-jin Daesu und stellt ihm ein Ultimatum. Wenn er innerhalb von 5 Tagen den Grund für seine Inhaftierung errät, wird Woo-jin sich umbringen. Wenn nicht, wird er Mido töten. Die Beziehung von Daesu und Mido wird immer inniger und Daesu findet bald alles heraus. Er war mit Woo-jin auf der Highschool und hat gesehen, wie er mit seiner Schwester Inzest getrieben hat. Daesu verbreitete die Nachricht und die Schwester war so gekränkt, dass sie sich umbrachte. Es scheint, dass Woo-jin sich mit der jahrelangen Haft an Daesu gerecht hat. Doch wie sich herausstellt, war sein Plan sogar noch finsterer als das. Denn in der Schlussszene stellt sich heraus, dass Daesus lang verschollene Tochter in Wirklichkeit Mido ist. Bevor er für Green Book einen Oscar gewann, drehten Peter Falay und sein Bruder Bobby einige der skurrilsten Komödien der 90er Jahre, wie Verrückt nach Mary, Dumm und Dümmer und Kingpin. Im letztgenannten Film spielt Woody Harrelson den von Glück verfolgten ehemaligen Bowling-Champion Roy Munson. Ein Versuch, Amateur-Bowler abzuzocken, geht schief und er verliert seine Hand bei einem Unfall im Kugelrücklauf. 2 Jahrzehnte später muss er Bowling-Zubehör verkaufen und verbringt die meiste Zeit mit Trinken. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als mit seiner Vermieterin, gespielt von der häufigen Fali-Kollaborateurin Lynn Shay, ins Bett zu gehen, damit sie nachsichtiger mit seinen ständig verspäteten Mietzahlungen ist. Das ist die unangenehme Ausgangslage. Ein Mann, der unter übermäßigen Alkoholkonsum leidet, muss sich prostituieren, um nicht obdachlos zu werden. Das Ergebnis ist sogar noch beunruhigender. Roy inszeniert einen Angriff auf die Vermieterin, um den Kerl zu vertreiben und sich einen Gefallen zu verdienen. Aber sie findet es heraus und zwingt ihn, es ihr im Schlafzimmer heimzuzahlen. Dann wird auf sie geschnitten, wie sie im Bett liegt und in postkoitaler Glückseligkeit eine Zigarette raucht, während Roy sich im angrenzenden Badezimmer erbricht. You still owe me another month's rent. Fast jede Liebesszene in einer Komödie könnte in diese Liste aufgenommen werden, da sie in der Regel auf peinliche Lacher ausgelegt sind. Aber Shopping Center King von 2009 ist keine Standardkomödie. Es ist ein düsterer und abgedrehter Film, geschrieben und inszeniert von Jody Hill, dem Schöpfer der HBO-Serie Eastbound and Down. Als der Sicherheitsbeamte Ronnie, gespielt von Seth Rogen, endlich bei seiner Traumfrau Brandy, gespielt von Anna Faris, landet, ist ihre romantische Begegnung eher schäbig. Sie sind beide betrunken, was bereits bedeutet, dass sie nicht klar denken und keine informierte Zustimmung geben können. Trotzdem gehen sie zu ihr nach Hause, um Sex zu haben, obwohl Brandy eine Menge Clonazepam zu sich genommen hat und nur halb bei Bewusstsein ist. Shopping Center King versucht, diese Szene mit einem Witz zu retten, denn die ohnmächtige Brandy wacht auf und fragt Ronnie, warum er aufhört. Aber an diesem Punkt ist das Gruseln einfach zu viel und wir werden Zeuge einer groben Ausnutzung einer schrecklichen Situation. Obwohl, wenn man bedenkt, wie düster dieser Film ist, könnte das Absicht gewesen sein.
Der Erotik-Thriller Showgirls aus dem Jahr 1995 folgte auf die kultigen Filme RoboCop, Total Recall und Basic Instinct von Regisseur Paul Verhoeven. Daher war er wahrscheinlich auf eine ähnlich heftige Reaktion aus, als er sich der Welt der Showtänzerin in Las Vegas annahm. Leider hat er einen Film gedreht, der bestenfalls mäßig aufgenommen wurde. Einige Kritiker nannten das kitschige Melodrama als Grund für die Ablehnung. Und klar, wenn man nicht auf der ungewöhnlichen Wellenlänge des Films liegt, könnte man meinen, dass der Film eher auf Lifetime zu Hause wäre, wenn da nicht der anschauliche Sex wäre, insbesondere die berüchtigte Poolszene. Elizabeth Berkley spielt die Hauptfigur Nomi Malone, die sich auf Kyle MacLachlan windet, als hätte jemand gerade einen Toaster ins Wasser geworfen. Wenn man es schafft, sich die Lachtränen wegzuwischen, kann man ihm die fassungslose Verwirrung förmlich im Gesicht geschrieben sehen. Aber Verhoevens Ruf hat über Showgirls hinaus Bestand und der Film selbst wurde inzwischen von einer neuen Generation von Zuschauern und Kritikern wiederentdeckt und neu bewertet. Kickboxing Academy von 1997 wurde auch unter dem weitaus langweiligeren, wenn auch zutreffenderen Titel Teen Boxer veröffentlicht. Die Handlung dreht sich natürlich um die alltäglichen Aktivitäten einer Kickbox-Akademie. Letztendlich müssen die Kids der Akademie gegen die Kids einer anderen Kampfsportschule antreten. Zu diesen Kickboxern gehören auch ein paar frische Teenager namens Cindy und Danny. Gespielt werden sie von Chyla Lay, die Jahre zuvor in Nicht noch ein Teenie-Film und Grey's Anatomy mitgespielt hat. Und Christopher Kamen Lee, der wahrscheinlich am besten für mehrere Power Rangers-Serien bekannt ist. Im wirklichen Leben sind die beiden Geschwister, was die Tatsache, dass ihre Figuren eine romantische Beziehung haben, zum Gipfel der Unbeholfenheit macht. Und die Macher von Kickboxing Academy hielten es offenbar für nicht so abwegig, mehrere Szenen einzubauen, in denen sich Cindy und Danny leidenschaftlich küssen. Am Ende von Requiem for a Dream aus dem Jahr 2000 steckt jede der Hauptfiguren tief in dem schlimmsten Kapitel ihrer Sucht. Jennifer Connelly spielt Marion, eine Heroinsüchtige, die ihren Körper für Drogen verkauft, als sie für eine Show rekrutiert wird, in der sie für einen Haufen geifender Männer auftritt, die sie und eine andere Frau anpöbeln und mit Geld bewerfen. Fairerweise muss man sagen, dass es sich dabei weniger um eine Liebesszene handelt, sondern vielmehr um einen grausamen grafischen Akt, der sich inmitten einer wirbelnden, brillant geschnittenen Sequenz abspielt, die die schrecklichen Situationen, in denen sich die einzelnen Figuren befinden, miteinander verwebt. Darüber hinaus vermittelt sie dem Publikum ihre Panik und Verzweiflung durch den erschreckend effektiven Einsatz von Schockwerten.